Hallo zusammen, heute geht es mal um ein Aquarellporträt und das Ganze im Halbprofil und mit nur einer Farbe. Generell Tipps und Tricks zum Porträtzeichnen in unserem aktuellen Buch Genial Zeichnen Porträt. Und schaut auch immer wieder auf unseren Instagram-Kanal, da gibt es auch wertvolle Tipps und manchmal auch Gewinnspiele. Ja, wir beginnen jetzt hier mit einer kleinen Kugelschreiber-Vorskizze. Also da geht es jetzt mehr darum, leicht mit dem Kugelschreiber das Ganze auszuarbeiten, bevor wir dann mit der Aquarellfarbe das Porträt kolorieren. Ganz, ganz wichtig bei solchen Skizzen ist die Perspektive, das heißt, wenn ihr ein Halbprofilporträt skizziert, dann solltet euch wirklich bewusst sein, was sehe ich eigentlich und was sehe ich nicht. Das heißt, ich sehe von uns aus gesehen jetzt das linke Auge, sehe nur angeschnitten, die Nase natürlich meistens dann von der Seite. Und wenn man sich das plastisch versucht vorzustellen, dann ist es durchaus nachvollziehbar, wie das Gesicht dann aufgebaut ist. Das gleiche auch natürlich bei den Lippen und Mund. Der ist zu einer Seite verkürzt. Das ist auch wichtig. Und dann hier, wenn man sich jetzt vorstellt, wie es dann aussieht, hier am Auge. Mit sehr, sehr wenig kann man sagen Linien, mit sehr leichten Linien lässt sich das Porträt schon mal skizzieren. Und dann könnt ihr natürlich überlegen, mit welcher Farbe ihr das Ganze gestaltet. Also wir machen das jetzt hier mit einer Farbe, weil wir gerne jetzt das euch zeigen würden, dass man mit einer Farbe sehr viele Farbnuancen erzeugen kann. Und das mögen wir besonders immer gerne, weil es nicht so sehr, schon realistisch, aber dementsprechend hat auch eine kleine Künstlernote noch dazu. Und deshalb diese Art zu zeichnen. Und wenn man sich das dann vorstellt, hier auch am Auge herum, also einfach mit den Farben zusammenarbeiten, die mischen, darauf achten, wo Licht und Schatten ist und dann bekommt man sehr schnell dann Gefühl dafür, wie das Ganze aussehen kann. Und auch hier wiederum bisschen weniger Farbe, also auch natürlich Licht und Schatten spielen eine große Rolle dabei. Sieht man jetzt hier Ansatz. Und dann lässt sich das auch sehr schnell schön aufskizzieren.
So, und das Ganze auch nochmal hier bei der Nase. Da geht es darum, natürlich auch ein bisschen dunkler die Stelle zu zeichnen, weil der Nasenflügel auch logischerweise an der Stelle auch dunkler ist. Die Lippen werden auch ein bisschen dunkler skizziert. Und hier dann auch die Augenränder. Momentan ist es jetzt sehr, kann man sagen, unausgewogen, aber wenn die Farben dann gut gemischt sind, dann ist das Ergebnis auch wirklich fantastisch. Also schaut immer natürlich auf die Schatten- und Lichtverhältnisse auch genau auszuarbeiten, genau zu sehen, welche Möglichkeiten es gibt bei der Farbverlaufsrichtung. Das heißt, habt ihr sozusagen einen dunklen Ton, könnt ihr ein bisschen Wasser bekommen, ihr könnt das Papier auch neigen zur Seite, damit das auch im Papier auch definitiv einen schönen Verlauf hat. Da sind die Möglichkeiten groß. Das Einfachste ist natürlich, immer kurz auf dem anderen Blatt separat das Ganze mal kurz auszuprobieren. So, und auch hier Augen, die Pupillen, die werden dunkler gemacht, logischerweise. Das Auge auch noch ein bisschen betont. Und wie man sieht, hat das schon sehr, sehr, sehr viel Tiefe, obwohl es eigentlich nur ein Farbton ist, sehr wässrig noch in den Schattenflächen. Aber es ist eigentlich ein sehr reduziertes Porträt. Also das ist die entscheidende Zeichentechnik, sehr reduzieren, nicht alles vollflächig zu machen. Ihr müsst dementsprechend lernen, Licht und Schatten zu sehen. An welcher Stelle ist Licht, wo ist Schatten und wie kombiniert man das Ganze? Weil daraus ergibt sich dann auch das gesamte Porträt. So, man kann das auch hier noch ein bisschen ausarbeiten, ein bisschen kräftiger an den Wimpern. Und im Grunde genommen ist es alles jetzt offen. Ihr könnt mit Bleistift Fineliner drüber gehen. Da gibt es sehr, sehr, sehr unterschiedliche Möglichkeiten, Aquarellporträt zu zeichnen. Gerne könnt ihr bei uns auch unsere Kurse auch besuchen zum Thema Porträtzeichnen. Schaut unter akademieho.de, aber auch gerne natürlich unter onlinekurse.akademieho.de. Da haben wir viele mögliche Variationen für euch. Und ihr ruft uns an, schreibt uns und wir zeigen euch, welche Möglichkeiten es gibt. Und hier das fertige Porträt, sehr reduziert, nur mit Aquarell. Viel Spaß beim Nachzeichnen und gerne auch bis bald. Euer Akademie-Routine.